Und wieder mal herzlich willkommen hier zurück bei Fire Emblem Shadow Dragon. So, dieses Mal in Kapitel 13. Und ja, es wird sehr lustig, denn wir müssen es mit Ballistikern aufnehmen. Und ich habe keine guten Erinnerungen an das Level. So, die Helden Akanaias eilten nach Altia, aber blieben nicht unbehelligt. So, jetzt aber. Grust Artillerie-Regiment wartete schon auf sie, genannt die hölzerne Raserei. Wusuksch! Geschosse hageln hernieder. Sie ließen die Erde erbeben, während die feindlichen Ballisten vorwärts rückten. Hatten Marv und das Bündnis überhaupt eine Chance gegen solch eine Feuerkraft? Ich fürchte nein. Sire, wir haben ein Hilfsangebot erhalten, weil wir so schlecht sind. Es scheint, es gibt Leute, die sich uns anschließen wollen. Ja, weil wir schon so viele verloren haben. Natürlich befürchtete ich, sie könnten nicht spürlos sein, bla bla bla. Aber sie scheinen aufrichtig zu sein, ja, das war die Hauptsache. Wir haben die Hilfe bitter nötig, oh ja. Wenn sie kämpfen wollen, sag ihnen, dass ich sie mit Freuden aufnehme. Karte, ja, Truppen. 14 von 14. Achso, der ist neu dazugekommen, der nie. Was ist das für ein Nabel? Nie. Ja, gut, dann kämpfen wir natürlich mit allen, außer vielleicht mit dem, weil ich hab, also wenn der stirbt, dann könnte uns ein sehr wertvoller Verbündeter durch die Lappen gehen und das, darauf habe ich keine Lust. Ja, das kommt es natürlich drauf an, ne? Wir sind nicht mehr viele und das gefällt mir nicht. Und zwar so gar nicht. Da muss ich mir jetzt mal genau überlegen, wie wir da vorgehen. Okay, da ist er, da ist einmal sie, dann noch er und sie. Ich denke, das ist eigentlich... Okay, das wäre vielleicht noch nicht so gut. Er könnte dann... Genau, der Bischof könnte dahin gehen. Und dann haben wir noch hier die Heilerin. Ja, genau. Mit ihr soll ich dann vielleicht eher lieber tauschen hier, genau. So, und dann bräuchte ich noch eine gute Waffe für ihn. So, er kann auf jeden Fall heilen. So, du nimmst die Pflege einmal, genau. So, dann können wir... noch für ihn... genau, die Meisterlanze nehmen. Drachenlanze vielleicht auch nicht so schlecht. Langspeer ebenfalls und Silberspeer, so. Ja, die Stahllanze kannst du ja sonst wohin stecken. Na gut, andererseits. So, das kann er jetzt mal nichts nehmen. Passt schon. So. So, aber für ihn noch ganz dringend. Eine Stahllanze, genau. Kleiner Moment. So. Ja, gut. Muss reichen, muss reichen. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Gruß, Artillerie, wir haben es mit einem mächtigen Feind zu tun. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ihnen stellen. Sie stehen zwischen uns und Altair. Euer Hunger nach Gefahr bereitet mir Angst, Marv. Die Hoffnung der Menschheit lastet auf euren Schultern. Also mit anderen Worten, sie ist bereits verloren. Ich will nicht, dass sie zunichte gemacht wird. Keine Sorge, Prinzessin Nyna. Die feindlichen Ballistiker können aus der Ferne zuschlagen, aber sie sind hilflos im Nahkampf. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Alles, was wir tun müssen, ist vorzustoßen, ja, sag ich doch, und sie zum Schweigen zu bringen, bevor sie zu viel Schaden richten. Seht zu und staunt. Ja, ich werde bestimmt staunen, nur nicht auf die Weise, wie ich es vielleicht gern hätte. Das heißt, mal natürlich alle markieren.
gerade die Ballistiker. Okay. Tja, wir müssen ja so oder so jetzt alle hier vorstoßen. So, genau, dann noch sie. Ja gut, sie werde ich jetzt nicht unbedingt vorschicken, die kann ja einfach dann heilen. Aus der Ferne zum Glück. Ja gut, sie will ich jetzt nicht in die Nähe der Ballistiker lassen, weil sie ist ja sehr anfällig dafür. So, dann wollen wir mal, wa? Wir sind hier nur zu zweit hier. Aber es macht ja nichts aus. Das ist doch schon mal sehr gut. Das sind hier gute Voraussetzungen. Oh. Das war natürlich sehr gut. Zum Glück sind sie nicht, wer weiß wie präzise hier. So, jetzt erstmal Besuch. Ah ja, genau. Ja, bekommen wir noch einen Ballistiker als Verbündeten. Prinz Marv nehme ich an. Ich bin Beck. Ich habe in der Schlacht bei Schloss Steinberg gekämpft. Nach meiner schändlichen Niederlage habe ich mich hier in diesem Dorf versteckt. Und als ich hörte, dass die Armee hier marschierte, habe ich meine Ballister in der Hoffnung geladen, noch eine Schlacht bestreiten zu können. Na, wie wär's, Herr Prinz? Nehmt mich mit. Ich habe Blitzstrahlen geladen, seht ihr? Den gegnerischen Ballistiker wird hören und sehen vergehen. Genau das, was wir brauchen. Minijung. Von daher, Feuer frei. Oh ja, den haben wir gebraucht, den Typen. Ja gut, das lasse ich, glaube ich, erstmal so, wie es ist. Ja gut, mit dem kann ich noch ein bisschen vorwärts gehen. So, dann werde ich auf jeden Fall mit ihm schon mal hier vorstürmen und den beseitigen. So, und mit ihm den hier. Sehr schön, das können wir hier auch weiter vorrücken. Die können dann auch schon mal ein bisschen verrücken zumindest. So, und die beiden natürlich auch. Die sind ja eigentlich sowieso unverwundbar. Mit ihrer harten Rüstung. Oh. Und weichen dann aber sowieso meistens aus. Lächerlich! Hey, Moment mal, das ist doch ihr Geliebter. Warum? Hey, jetzt schlag die doch nicht. Oh mein Gott. Astra. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte doch mit der Media den rekrutieren sollen, der jetzt gerade eben getötet wurde. Der sie gerade getötet hat. Also dieser Typ hier, dieser Astra, das war ja eigentlich ihr Geliebter. Und warum hat sie... Warum hat er sie nicht erkannt und sie getötet? Mein Gott, das ist so bestialisch. Das gibt's doch einfach nicht. Ja gut, Hauptsache ich kann die Ballistiker erstmal hier weiter ausschalten. Ganz in Ruhe. Mit ihm. Aber trotzdem, das ist, vor allem, dadurch, dass sie jetzt gestorben ist, müssen wir ja den so oder so jetzt auch besiegen. Ne, also... Ist, nicht so dolle. Oh, der haut aber... Der ist aber echt
gefährlich, würde ich mal sagen. So, aber mit ihr kann ich ihn auf jeden Fall noch besiegen. Tja, geht ja leider nicht anders. Lebe wohl, Mydia. Ja, selber schuld, hast du selber getötet. Was soll ich machen, ne? Da muss ich dich halt auch beseitigen. Ist so eine logische Schlussfolgerung. Es hilft ja nix. So, genau. Mit ihm kann ich dann jetzt auf diesem Mal den Sieger beseitigen. Und mit dir noch den. So. Eine Sorge weniger. So, und noch eine Sorge weniger. Ah, ein Rittertod. Sehr gut. So, was ist denn noch übrig? Okay, ihr. Ah, da sind natürlich auch noch so einige Ballistiker. Aber wir stürmen natürlich weiter vor. Ja gut, der macht jetzt eigentlich kaum was an Schaden, aber hey, warum nicht? So, mit der Meisterlanze habe ich schon hier ordentlich zu. Jawohl, ja. Ah, sehr schön. Eine neue Ladung für die Ballistiker. Wollt ihr sehen, aus welchem Holz die Hölzerreiterei geschnitzt ist? Ja, wenn es sein muss. Du Scheiße. Okay, das haut doch wesentlich stärker rein, als ich... Nein, 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 nein! Oh mein Gott, das wäre das Ende für den Champion gewesen. Wenn er getroffen hätte, hat er aber zum Glück nicht. Ja gut, das ging doch. Oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Lächerlich. So, aber jetzt wird's ernst. Der muss sich ganz schnell zurückziehen, der Champion. Den dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Tja, dann müssen wir mit denen hier irgendwie weiter vorstürmen. Aber im Prinzip auch mit ihm. Wieder einer weniger. Ich schlage vor, wir ziehen uns erstmal mit allen zurück, weil das ist mir dann doch zu gefährlich. Dann warten wir lieber, bis diese zwei da mit der harten Rüstung da vorgedrungen sind. Aber er sollte sonst erstmal geheilt werden. Eh keinen Schaden dadurch, von daher, ne, kann man mal machen. So. Dann kommst noch einmal du dran. Sehr schön. So, dann rückt ihr mal weiter vor. Ja, nee, das macht uns kaum was aus. Okay, ja gut, das ist schon ein bisschen eher. Hehe. Oh Mann. Dann überlege ich mir jetzt mal Folgendes. So, dann.
kleiner Rückzug. So, du gehst ein bisschen weiter nach vorne. So, dann kann sie von hier aus den einen da nochmal heilen, genau. So, wunderbar. Ja, erstmal abwarten. So. Noch ein weiter vor. Okay, alles oder nichts. Jetzt kommt's auf die beiden da an. Sehr gut. So, noch einen weiter vor. Und jetzt vorstürmen! So, wir müssen erstmal auf den Boss hier, direkt. Ah, Mann. Ja, wie kannst du den bitte nicht treffen? Wie kann er da ausweichen? Schade. Na gut. Das war ja nur dieser eine NPC. Opfer müssen gebracht werden. Da prallt es einfach an seinen Titanpanzer ab. Okay, okay. Und jetzt kommt der Blitzstrahl auf ihn. So, dann ist er auch schon mal weg. Jawohl, ja. Obwohl, kannst du erstmal ein bisschen vorstürmen? Ah, gut, andererseits, der kann ja direkt heilen. Hehe, das ist auch nicht so besonders gut. Ja, dann kümmerst du dich dann halt erstmal um die hier. So, um die Kleinen. So, das war er. Jawohl. Vielleicht kann der eine ja ihn von da aus gleich noch fertig machen. So, dann kommt der erstmal an der Reihe. So. Jawohl, dann ist er auch schon mal da. Das läuft doch jetzt wie geschnitten Brot hier. So, dann nochmal du. So, dann kann er auch nicht mehr geheilt werden. Und zu guter Letzt nochmal du. So, die Frage. Ja, komm, ich das selber stelle gleich mal an. So, dann greifst du nochmal mit deiner Masterlanze an. Ah, hat sich nicht ganz ausgezahlt. Aber kein Problem. Ich erledige den Rest. Also kann der Prinz kämpfen, aber eure Siege sind gezählt. General Campus und sein Schwarzer Orden werden bald vor euch stehen. Ach ja, stimmt, der ist ja auch noch da. Und ihr werdet sterben auf der Lanze des größten lebenden Kriegers. Naja, aber irgendwie haben wir zumindest das schon mal auch überstanden hier.
Das war beeindruckend, Marv. Was ist los? Bedrückt euch etwas? Ja, wir verlieren immer mehr Männer und wir haben immer weniger. Ihr macht keinen glücklichen Eindruck. Heute trafen wir eine Frau aus dem Volk. Sie erwähnte, dass Grust geteilter Meinung sei wegen des Krieges. Einige ihrer Leute wollten mit Althea kämpfen, sagte sie. Seit ich meinen Vater verloren habe, verspürte ich für Gran Grusten nichts als Hass in meinem Herzen. Ich habe nicht einmal daran gedacht, wie es ihnen gehen muss. Und nun verspürt ihr weniger Hass auf sie? Nein, der Hass ist ungebrochen. Ich werde nie den Schmerz vergessen, den sie mir zugefügt haben, oder die Wut. Aber jetzt ist es nicht mehr nur Hass, nicht mehr. Nicht jede böse Tat wird mit bösem Zweck begangen. Vielleicht klingt das naiv, aber ein wahrer Anführer muss seinen Gegner ansehen und mehr sehen als nur ein Feind. Verstehe ich nicht. Gut, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall in Kapitel 14 gelangt. Land der Trauer. So, und auch da geht es dann wie immer im nächsten Kapitel weiter. Und das aber auch dann natürlich wie immer im nächsten Part. So, und bis es soweit ist, würde ich immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.